Die diesjährige Vergabe vom Kultur-, Sozial- und Sportpreis im Schloss Keller in Asch war ein inspirierender Anlass. Das Heimatmuseum, Kinderartikelbörse und zu gleichen Teilen Pfadigruppen und der Blaue Ring sind für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Was zeigt uns der Spiegel, hat Bierstadt TV wissen. Wie lebendig, wie solidarisch und wie unglaublich viele Leute eigentlich ohne Entgelt in der Freizeit arbeiten für die Allgemeinheit. Jetzt ist ja das ein Spiegel fast ein bisschen von der Gemeinde. Also einerseits ein Museum, andererseits eine sehr soziale Organisation und eine ungeheure Menge an Kindern. Wie ist die Preisvergabe zustande gekommen? Es gibt eine Jury, wo eben die Gemeinde, die Bürgergemeinde, dann die Vereinskartell zusammen mit noch einem Vertreter aus der Bürgerschaft raus, die Ideen, die hier eingegeben werden, letztlich beurteilt werden und am Schluss der Preis verleiht wird. Also es wird im Vorfeld wird die Gemeinde angefragt, kann jeder eingeben, Ideen sammeln und die werden beurteilt, die Ideen, und dann gibt es halt dann die Preise. Die Preisverleihung hat ja das Jubiläum gefeiert, das Mal. Wenn man jetzt das überblickt von A bis Z, von Anfang bis jetzt, was kann man sagen, wodurch läuft der Preis, läuft die Preisverleihung? Ich glaube, eben, zuerst war es wirklich ein reiner Kulturpreis gewesen. Heute merkt man einfach, dass die Gesellschaft sich auch wandelt und darum gibt es auch einen Sportpreis und es gibt einen sozialen Preis oder jetzt das Jahr eben die Pfadi, allgemein Freizeitpreis, wenn man so will. Also das ist die Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, es hat noch nie eine Wiederholung gegeben, es hat noch nie einen wiederholten Preisträger gegeben. Und das zeigt eben auch, dass man immer wieder sucht nach ganz besonderen Aktivitäten und Leistungen. Die Freude von allen Preisträgern und Trägerinnen ist gross. Schon im Vorfeld, wo wir die Kinderartikelbörse mit einem Besuch überrascht haben. Die Kinderartikelbörse hat vor etwa 40 Jahren angefangen als Wintersportartikelbörse damals. Und mittlerweile machen wir zweimal im Jahr so eine Börse mit Kindersachen, vor allem Kleider, aber auch Spielsachen, Schuhe, Fahrzeuge, immer im Frühling und im Herbst. Hinter euch ist ja ein sehr sozialer Gedanke, tut ihr kurz erläutern. Ja, das ist richtig. Wir tun halt vielen Familien ermöglichen, hier günstig einzukaufen. Die Preise von diesen Kleidern sind bei 2 bis 10 Franken. Also man bekommt viel Kleider für wenig Geld. Und wir haben auch natürlich dann Spenden, die wir nach der Börse weitergeben können an die Mütter- und Väterberatung in Asch. Und der Erlös, den wir machen, wir behalten 20% vom Verkaufspreis zurück. Der geht dann auch noch an eine wohltätige Institution. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass wir den diesjährigen Sozialpreis von der Gemeinde Asch bekommen haben. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für alle, die uns dafür vorgeschlagen haben. Es bedeutet uns sehr viel. Es bedeutet uns auch viel, dass die Gemeinde Asch unsere langjährige Arbeit als Kinderartikelbörse damit würdigen. Wir sind eine ganz gute Crew. Und wir haben in den letzten Jahren haben wir das Glück gehabt, dass wir ganz gute Ideen kreiert haben und die Ideen auch umgesetzt haben mit unseren Leuten, aber auch mit fremden Leuten, die uns hier geholfen haben, im Museum die geeigneten Sonderausstellungen gestalten. Wir haben gehört bei Laudatio, dass da enorm viele Ideen rum sind, viel Unterstützung rum ist. Wie kommt das, dass das Heimatmuseum so eingebettet ist in der Gemeinde? Also wir versuchen immer am Ball zu bleiben, wir versuchen zu schauen, dass die Ideen, die da sind, dass man die können dann umsetzen können. Und zwar immer so im Hinblick aufs Publikum. Das heisst, wir sprechen gewisse Publikum ansprechen und schauen, was ist wichtig, welches Publikum können wir holen. Und in den letzten Jahren haben wir so viel Erfolg gehabt mit ganz grossen Projekten und das zeichnet uns aus. Und ja, wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Für uns ist es eine riesige Anerkennung von der Gemeinde, von der von Asch, der Preis, von dem Sozialpreis, Kultursportpreis. Es zeigt uns ein riesiges Dankeschön. Wir werden ja schon unterstützt durch das Jahr durch von der Gemeinde mit finanziellen Beiträgen. Und das hilft uns enorm, unsere Arbeit zu erleichtern. Aber dieser Preis, der ist jetzt wirklich eine riesige Anerkennung, ein Danke, die wir sehr, sehr schätzen und die wir auch wirklich gerne annehmen. Wie entwickelt sich die Arbeit mit den Kindern und mit den Jugendlichen?
Ich denke, es wird immer schwerer, Kinder zu finden, die gerne in so Jugendverbände kommen. Wir vom Blaring Esch haben das Glück, unsere Teilnehmerzahl steigt rasant an. Wir haben wöchentlich Anmeldungen von unseren Teilnehmerinnen. Aber ich denke, es wird immer mehr gepusht, die Musik, der Sport der Eltern. Da gehen die Jugendverbände ein bisschen in den Hintergrund. Ich finde aber, Jugendverband ist sehr etwas Wichtiges für die Entwicklung der Kinder. Ich bin selber seit eh und je in so einem Verein, zuerst in der Pfade gesehen, jetzt im Blauring Esch. Und es gibt einem extrem viel, auch auf die spätere Arbeitswelt. Es bereitet einem vor, es gibt einem Kompetenzen, Teamfähigkeit. Man lernt respektvoll miteinander umzugehen. Man lernt mit den Leuten sozial umzugehen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Von dem her, meiner Meinung nach, ist es etwas ganz wichtig, dass auch so Jugendverbände weiterhin an Bedeutung gewinnen. Am 1. Mai ist der Tag der offenen Weinkeller. Bierstadt TV ist in der Klause nachschauen und hat bei der Monika Fanti alle wichtigen Informationen zum Thema bekommen. Der Eschrebberg ist der grösste Rebberg im Kanton Basel-Land. Das sind ungefähr etwas mehr als 22 Hektare. Das sind ziemlich viele kleinere Traubenproduzenten, die sich zusammen mit den vier grossen, das ist der Klaus Hof, das ist Monika Fanti, das ist Klaus 177, ehemals Domain Nussbaumer, und Chapperli, die vier Grossen, alle die organisieren sich in der Weinbaugenossenschaft Esch. 2018 Jahrgang ist natürlich ein ganz spezieller, wirklich sehr früher Reif. Wir haben optimale Bedingungen gehabt, immer trocken, durch den ganzen Herbst, während der ganzen Wümmezeit. Und von dem her sind natürlich jetzt die Weine, jetzt, die abgefüllt worden sind, sehr vielversprechend und ist auch richtig spannend, die schon zu probieren. Also das ist, ich glaube, am 1. Mai ein richtiges Festival, um alle die verschiedenen Weine hier zu probieren in der Klause. Im Chapperli, im Vigo Chapperli, dann im 177, Klause 177 und bei mir hier im Vigo Monika Fanti. Der hat die Möglichkeit, am 1., 4. und 5. Mai das zu degustieren und schaut ins Internet. In der ganzen Deutschschweiz findet das statt, Tag der offenen Weinkeller.